Da sind wir auch schon wieder zurück zu den Playoffs und es steht 2-1 für uns. Wir haben das erste Game bei den Spurs gesteelt und somit haben wir wieder alle Karten auf unserer Seite. 2-1. Ja, die Thunder setzen sich gerade ab. Es steht 3-1 gegen die Rockets. Die Heat haben den Anschluss geschafft mit 2-1 und die Bulls sweepen die Hawks und sind somit schon eine Runde weiter. Jetzt aber erstmal Konzentration auf uns. Bei NBA, oder beziehungsweise in der NBA, dieses Playoff-Psychospiel ist natürlich ein Wahnsinn. Here we are, NBA fans. Playoff Game 4. Ja, werden wir gleich drüber quatschen. Shaquille O'Neal and Kenny the Jet Smith. I'm Ernie Johnson. Welcome to 2K Sports. For tonight's game, we'll be watching the Golden State Warriors as they go up against the San Antonio Spurs at AT&T Center. Checking out the Spurs, Game 3, a bitter loss. These home fans hoping they can rally back and provide something to cheer about this time around. Trailing 2-1 in this series, really a huge Game 4 on their home court. If they can't even the series tonight, their hopes of emerging from this series diminish significantly, do they not, Shaq? They do, Ernie. Pay attention, I'm about to give you a Shaqism. You know what a Shaqism is? I think I'm about to get one. A Shaqism is I'm going to say something, and it may sound crazy, like it's not making sense, but you have to go back and analyze what I'm about to say. It's not technically a must-win, but it is a must-win in a practical sense. Anyway, Ernie, winning three in a row and two on the road is too much to ask of any team, much less the lower seed. Go back and just think about what I just said, Ernie. Well, if they have the home court team behind them right now, it's going to be easy to understand that Shaqism because they'll have 17,000 people analyzing that statement. Hashtag, I didn't understand anything either of you said. Here's Kevin. Also, wie gerade eben angesprochen, die Psyche in so einer Series. Hätten wir das letzte Match nicht gewonnen, hätten wir unglaublichen Druck gehabt. Plötzlich gewinnen wir das Spiel. Jetzt haben die Spurs unglaublichen Druck. Wenn wir das Ding hier gewinnen sollten, diesen Druck, den kann man sich, glaube ich, echt nur vorstellen, wenn man selber in der NBA spielt. Man kann es nur versuchen, irgendwie einigermaßen reinzufinden, reinzufühlen. Aber an sich könnten wir dieses Game jetzt sogar verlieren. Und es steht 2-2. Und das ist natürlich in dem Moment ein unglaublicher Vorteil. Yeah, they really do, and the task at hand is where the focus has to be. They can't be thinking about down the road, on the road. They've got to take care of business right here. Aber okay, jetzt Konzentration auf das Match hier. Nach dem ersten Spiel habe ich ja gedacht, okay, wir können es komplett vergessen. Aber jetzt sieht es gerade eben gar nicht mal so schlecht aus. Die Spurs spielen halt einen unglaublich intensiven Basketball. Du kannst nicht, zwei Meter von ihnen wegstehen. Das wird einfach bestraft. Was ich ein bisschen schade finde, dass Tony Parker nicht mit dabei ist. Wobei, das wird es vielleicht noch schwerer machen für uns. Allerdings, Mills spielt echt Hammer in dieser Series. Also, da kann man überhaupt nichts sagen. Gute Defense von uns. Da will ich schon wieder zu viel gleich am Anfang. Schöne Defense. Ja, natürlich Thompson und Curry. Endlich sind sie on fire. Das war einfach so verdammt wichtig. Ohne die beiden können wir das Ding hier gar nicht gewinnen. Unser ganzes Spielsystem ist auf die beiden ausgelegt. Bam! Ich habe es im letzten Match schon mal angesprochen. Während die Spurs
total mit Ballmovement, Teamplay arbeiten, ne? Und auch oft in die Zone gehen. Ja, versuchen wir relativ viel von Downtown zu zünden. Ne? Das heißt, wir versuchen außerhalb am Ring die Spieler frei zu spielen und dann wird geschossen. Nice. Ja, jetzt habe ich euch die ersten 5 Minuten erstmal schön zugetextet. Aber jetzt gehen wir rein ins Match. Es steht 8-6. Und Aldridge macht die nächsten 2 Punkte für die Spurs, 8-8. Und Thompson, bam! Splash Brothers are in the house. Spurs trail by 3. Ginobili the pass to Aldridge. Bam! Eat this! Man hat halt in den letzten beiden Matches gemerkt, dass Aldridge nicht so gespielt hat wie im ersten Match. Das war halt im ersten Match echt Wahnsinn. Also, nicht umsonst Player of the Game. Ich sag ja, wenn du so einen Big Man drinnen hast, das ist ein Traum. Ah. Ja, fällt noch rein. Bei den Spurs steht jetzt schon die zweite Garde draußen. Schade. Aber auch Green ist wichtig fürs Team. Zieht immer ein, zwei Spieler auf sich, macht dadurch Räume frei. Und bei ihm ist es so, wenn er ja nicht außerhalb in den Ecken steht, sondern vorne am Ring, dann ist er halt echt eine Waffe mit seinem Dreierschuss. Bam. Genau das meine ich. Wir führen mit 8 Punkten. 3 Punkte, 2 Rebounds, 2 Assists. Ah. Erstes Foul. Nummer 1 gleich mal daneben gemacht. Nummer 2 fällt. Ja, ansonsten danke für den ganzen Support. Es ist geil, dass ihr die Playoffs so feiert wie ich. Ja, es ist auch einfach crazy. In der Playoffs ist halt was Spezielles. Sorry, wenn ich da manchmal Gefühlsschwankungen habe, hoch, runter, ist aber halt einfach so, in so einer Series. Mal ist man schlecht gelaunt, dann gut gelaunt, dann flippt man aus, dann... Boah, du hast da Luck. Mann! Ah! Man ärgert sich, man freut sich. Ich wollte gerade sagen, also Green steht eigentlich relativ weit weg von dir. Okay. Alter, what the fuck, Iggy? Iggy. Really makes them a hard team to guard because they space you out so well. West is screen on Sessions. And Mills kicks it to West. Nein! It to Nein! And he gets it to go. Ach komm! Aldridge has got his second bucket tonight. You know, that's been a big part of so, jetzt spielen wir die Uhr runter, dann zünden wir nochmal, dann haben sie noch so 3 Sekunden. And getting points from close range, right at the rim. And Clark, they might as well keep doing it. I mean, attack the basket until the defense. Ja, okay, Iggy hört natürlich meine Anweisungen jetzt nicht direkt. Zudecken, zudecken. Da darf jetzt kein Punkt rausspringen. Drauf, 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 drauf. Schön. Also, 23-15, erstes Viertel.
Und man kann den Druck förmlich spüren, die Spurs haben. San Antonio Spurs have really popularized an unselfish offensive style of play. Manu Ginobili talked about their Spurs approach. Attack and find the open teammate, not try to solve problems by ourselves. It's something that we've never done, and every time we did it, it's not us. There's a lot to be said for knowing, Greg, who you are and what your game plan is, and they're more... Wir kriegen eine Pause. Kommen rein und führen mit 14. WTF! Was ist da los? And it's Ginobili in for Green, and then for Golden State. Andrew Bogut checked in for John Lure. Sind die Splash Brothers on fire oder was ging da ab? So for the Golden State Warriors right now. Green at the four. Schade. It's the Splash Brothers, Curry and Thompson. They're in the backcourt. Hinterher, Mann, wer blockt mich da? Mein eigener Spieler blockt mich weg. Glück gehabt. Warriors leading by 14. From the sideline, let's catch up with Doris Burke. Schade, Mann, ich stand eigentlich nicht so schlecht. Einfach, ich stand jetzt zweimal gut in der Zone. Ja, und jetzt verliere ich den Ball, weil, ey, Green mir den zuschiebt, wenn ich nicht damit rechne. Meine Fresse. Wie ich in letzter Zeit Turnover kassiert habe, ich kann teilweise nicht mal was dafür. Ja, also das muss ich natürlich jetzt auch mal annehmen, ne? So ein Geschenk. Clark, they've been looking out of sync offensively. You know what? A basket here would do a lot for their confidence. Geiler Move von Leonard. Fall apart defensively right now, especially on the interior. Yeah, and that's four straight field goals now, Greg. They've allowed from point. Und da kommt Leonard direkt und will mich abschirmen. Freak passes to Thompson. To the middle. Ich hätte werfen. Das verstehe ich eh nicht, warum Bogut immer da draußen steht. Da gehört irgendjemand hin, der werfen kann. Ich sage euch auf jeden Fall, nächste Season haue ich so viel in meinen Rebound rein, wenn ich solche Dinger nicht kriege, das nervt mich teilweise. Ja, jetzt war das... Ah, plötzlich war ich zuständig für Ginobili. Nice. Nice pass. And it's 9 points for Draymond Green. Another gap in the defense found there, and they've really had their number today. 55 seconds left here in the second. Shot clock läuft runter, noch 7. Dranbleiben, 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 dranbleiben. Fires from the line, and it's unserer. Warriors leading by 13. Wir dürfen uns jetzt nicht täuschen lassen von den 13 Punkten. Das sieht viel aus. He's looking for Bogut and finds him. Open shot, Green. Nice, Green. And it's Golden State with another. Dub Nation Warriors play. We've seen a possession like that from them today. Ending with a basket, coming off a pretty pass. Schön dranbleiben, kurz drin bleiben. Defense, defense. Defense! Sag ich doch, Mann! Game, no doubt about it. Their deficit isn't totally on him, but he has not been an asset for his team. And a wide open look for Freak. Mann, warum? Good on the three. Drauf, 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 drauf. Under on the wing. Bam! 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 Dub Nation und sonst nichts, Mann. Just 4 seconds left in the first half. Ja, und dann lassen wir halt doch noch so einen zu, Mann. Egal, 13 Punkte in die Halbzeit. In die Halbzeit. Oh, das Publikum boot teilweise ein bisschen. I think we just moved the ball a little bit. We were just on the dribble a little bit too much, and there's got a lot of pressure out there, so the ball's got to move. Coach, thanks for the time. Gentlemen, back to you at the table. Thank you, Doris. And we'll be back after halftime for the start of the second half. Also...
rein in die zweite Halbzeit. 8 Punkte, 4 Rebounds, 2 Assists, 2 Blocks. Unserer und direkt dort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Alter, wie ich weggekickt werde. Alter, was geht ab? Ich kann nicht mehr aufstehen. Ich bin komplett tot. Was machen die? Ich wollte gerade sagen, 8 Sekunden Überschreitung. Duncan chillt einfach hart. Now here's Curry, covered by Mills. Right side, Green. Good, and Curry nice. Gets the assist. 15 Punkte Vorsprung. They've had assists now on their last three baskets. And it's not just their passing, but also the body movement off the ball that's created a lot of those opportunities. Hey, yo, Mills. Aldridge against Green. Aldridge kicks to Ginobili. Down to 5 on the shot clock. Alter, verpiss dich! Ja, da kann ich jetzt nichts dafür. Well, I tell you what, I need to see some more assertiveness out of these defenders. They're not getting the job done. That's a great point. 10 of the last 12 points they've allowed have come at the rim. Bogut, the pass to Green. 6 for 6. Und der nächste. Miss from the field. Was geht ab mit Queen? Great passing on their last few trips now on the floor. Excellent. 4 straight passes leading to scores. Auszeit. Popovic hat die Schnauze voll. Abklatschen, check. Boo, bow, boo. Die Halle ist still. Going over the plan with his team. Teamwork was the theme of the discussion in that huddle. He said, quote, good shots are there for us on the perimeter if we share the ball, work it around and find the open man. Ah, schade, aber er geht nicht rein. He told them, don't rush things. Use as much of that shot clock as you need to. Coach was not wasting. Komm schon, Dub Nation, bam! Deep downtown. He's going to have to hope those changes take effect quickly. Thank you, Doris. Pick by West. Mills dishes to Aldridge. And he makes it look easy, dunking it hard with one hand. Well, for one, he hasn't let him down. I mean, but a few other guys need to pick up the pace if they're going to be good. Bogut, ist aber geil, wie Bogut da draußen steht. Bogut down low. West on him. Auch das zeigt halt, was einfach die Warriors für ein System spielen. Dass Bogut mit draußen steht als Ballverteiler. Ja, der größte Freiwurfschütze, das wird er einfach nie werden. Das wird er einfach nie werden. Kevin Serafin, he's checked in for San Antonio. Looney's checked in for the Warriors. Ginobili kicks to Leonard. West outside. Back to Leonard. The feed to Serafin. And there's the whistle. Und Bogut denkt sich, bis hierhin und nicht weiter. For San Antonio, they have made 6 of their 7 attempts at the line in this one. Zack. Good from Serafin. Der erste fällt. Der zweite geht daneben, habe ich gehört. Ah, habe ich falsch gehört. Okay. Weiter konzentriert bleiben. 14 Punkte. Es ist nicht unmöglich, das aufzuholen. Ganz ruhig. Thompson against Ginobili. Freak kicks to Bogut. Golden State moving the ball around. The offensive rebound. Was? Warum holt Leonard den bitte? Ich stand nicht nur besser. Ey. The pass to Mills. Kommt Jungs, drauf, drauf, drauf. 6 on the shot clock. San Antonio needs to get off a shot here. Shot for Serafin. They are not rotating nearly quickly enough on defense down low. Gotta get quicker there. Just no resistance on the interior. Leonard als Verteidiger am Arsch zu haben, ist ungefähr das Hässlichste, was es gibt. Here's Looney. That one a little long. Looney, was war das? Ich sag ja, man muss aufpassen. Es ist ja noch nichts gegessen. Now here's Mills, guarded by Kurt. Mills passes to West.
Ja, geil. Plus 1, wenn er den reinmacht, noch 9 Punkte. Gleich nach vorne, wir brauchen jetzt mal wieder Punkte, Mann. Iggy. 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 Rausspielen. Mal vielleicht jetzt wieder einen Arsch aufreißen, oder? Gute Laune ist vorbei. Mills with it. Wir spielen hier gegen die Spurs und nicht gegen irgendeine College-Mannschaft. Unsere, danke. So, und jetzt bitte mal... Iggy, bitte schieb ihn jetzt raus! Mann, was machst du? Ey, wie oft soll ich... Ey, die sind gerade so schwer behindert. Wenn die mich jetzt nochmal ignorieren, ich glaube, dann gehe ich hin und klatsche ihm eine. Ich stehe komplett frei aus, ne? Anstatt, dass er einen Kick-Out-Pass macht. Was wir gerade spielen, ist einfach pure Dummheit. Here's Ginobili. 9 points in the game so far. Da, Mann, so sieht's aus, ey. Muss ich euch mal wieder auf den Boden holen, oder was, meine Jungs? Ich glaube, ihr spinnt ein bisschen. Iguodala, left side. Freak kicks to Luke. Barnes sets a screen for a session. Und rein damit. Oh, fuck it off, ey. Statt zu punkten, muss ich mir einen in der Defense abficken, ey, weil wir vorne nichts gebacken bekommen. Ey, was hat der für ein Luck Sessions? Ich schwör's dir, ich wäre rübergeflogen in die USA und hätte den Arsch aufgerissen. Virtuell. Foul von dir. So. Jetzt spielen wir bitte mal die fucking Shotlock runter. Tim Duncan, he's checked in for und David ganz West. Ruhig. Freak dishes to Barnes. To the left side. Ja, okay, also wenn ich so frei stehe, muss ich zünden. Da muss ich einfach zünden. And he found the perfect spot behind the arc there. Big gap in the deep. Ah, super. They get it again. Bam! Nächster Block. Got a slight edge in rebounding when you look at the numbers, but it certainly feels a lot bigger than it is. Raus und Barnes! Und ich hole meinen Rebound. Max ist on fire, on fire! Back to Iguodala. Here's Freak. Oh, schade, ich dachte, der kriegt noch die Kurve. Oh Mann. Blocks. Was für Blocks. Auszeit. Keine Körper in der Zone zu lassen, alle Mann in die Zone. Foul von Bogut, zwei Freiwürfe. Ja, zweite geht rein. Warriors leading by 11. 11 Punkte. Curry kicks to Bogut. Now here's Freak. He's covered by Leonard. And two shots und Green zieht das Foul. No slowing him down. Just incredible numbers for Green. 15 points and 2 steals. He's been putting it up and it's been going down. 100% from the floor. And Clark, I just love the supreme focus with which he's playing. Nummer 2 geht nicht rein, gleich zurück. Spurs have gone 2 of 3 from the field to get the fourth quarter started. Mills passes to Duncan. He feeds it to Ginobili. Ja, sowas ist natürlich schlecht. Wenn Ginobili so frei steht. Warriors have gone 1 of 3 from the field to start the fourth quarter. Curry dishes to Green.
Komm! Jungs! Oh, schön. Five up and five down for him so far. For San Antonio, they've gone 3 or 4. Sehr, sehr nice. Since getting things started here in the fourth. Now here's Mills, defense right on him from the wing. And it's San Antonio with another. Nice work by Duncan. Ich wollte gerade sagen, das wird nichts. Aber es war wieder ein frommer Wunsch. Warriors leading by 9. Kicks to Green on the wing. Thompson. There's the dish to Freak. Green, the pass to Freak. The drive by Green. Schön! And ah, zurück, gleich zurück. Duncan's got 6 rebounds here tonight. And Mills kicks to Ginobili. A bit under 3.5 minutes have passed here in the fourth. Bam! Nächster Block! And here we go with Thompson running it up the court. Nein! Warum mache ich den nicht? Spurs have gotten 4 of their 6 shots to fall so far here in the fourth. Bam! Nein! Geht nicht rein, geht nicht rein, unserer. Und jetzt mal ruhig, ruhig durchatmen. Okay, dann halt nicht, dann halt nicht. Thompson, du geile Sau. Du geile Sau, Mann! 5 Blocks, was ist los mit Maxi? Throwing it in the paint more here in the second. Just haven't been able to find an answer for Thompson. 12 points and he sprayed home 3 3-pointers. Well, this is really production personified from long range. Auch gerne den Zuschauern so 3 Warriors Fans alleine. Some information for us, Doris. Kevin, Greg Popovich was just going over the plan with his team. Okay, sitzen schon zwischendrin, aber the turnover situation was the focus. Sehr wenige. Told him, listen, we're giving it away, guys. We've got to protect the ball, play within ourselves, and get quality shots. Kevin. Feeds to West. Drauf, drauf, drauf. And Tim Duncan gets the whistle. Und der fällt rein. That's foul number 2 for him. That's good, and the Warriors lead is jetzt, ach so, Auszeit von uns. 10 points with that basket from David West. They can't guard us on the perimeter. Let's spread the floor and I can go on top. Spacing, fellas. Spacing. The Warriors shooting has been beyond great up until now. How about 57% from the field overall? From deep. Chaka! Baka, Buka, Baka, woo! Curry's got a number 10 tonight with that last one. 3 points. Spurs, this one's not looking good. So. War wichtig, hatte schon wieder Angst. 10 Punkte, das ist gar nichts. Mills. Duncan with a screen on Curry. Komm, dranbleiben, 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 dranbleiben. Curry. Zieh's durch, den hole ich, den hole ich. Hab ich. Und jetzt ganz easy. You know what? No rebounds, no rings, and they've controlled the boards, and that's what's given them control of this game. Curry shot okay, gleich wieder zurück. Ja, sobald du halt den Ball hergibst, dann hast du es nicht mehr in der Hand, ob die Shotclock runterspielen. 112 left in the fourth quarter. Ginobili kicks it to West. Komm, zieht's durch. Oh Gott. Und er geht nicht. Und gleich vor zu Thompson. And entering the final countdown, game 4 effectively decided here, guys. This is just a tremendous accomplishment for the Warriors. The blocking really turned things into their favor this time. Well, Kevin, timing and anticipation, they got the blocks, and that definitely changed the momentum in this. Bam. And so many key players that you could point to tonight, but in particular, a great game for Freak. He came out and let everyone know that points would be hard to outside. Auswechslungen. So it's both teams making substitutions here. Sag beide rein. Ja, ich sag's wie es ist. Das vierte Spiel geht an die Warriors, an uns, Mann. Dub Nation. Sehr, sehr geiles Spiel von allen. Off the pick. Fast kein, den ich zusammenscheißen musste, außer zwischendurch, als sie irgendwie ein bisschen rumgesponnen haben. Und Greg, especially when the ball is in his hands. I mean, come on now, you know he doesn't miss too many open looks like that.
Green kicks to Freak. Offensive rebound. Iguodala dishes to Freak. Zack. Balls. Nice feed that time from Andre Iguodala. Ja, und jetzt tritt das ein, was ich gesagt habe. Wir führen in der Series mit 3-1. Purer Druck und wir spielen zu Hause, Mann. Boom. Ich hätte es niemals gedacht nach dem ersten Match. Aber ja, Mann. 3-1 Führung in der Series. And now they're sitting on a commanding 3-1 lead. They've grabbed this series by the throat. Oh Mann, 16 Punkte, 6 von 13, 8 Rebounds, 3 Assists, 5 Monster Blocks. Euer Maxi, bis zu Game 5.